And I can't wait so we can break apart the heat. Me if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Minecraft Survival mit dem MS Universe. Hi. Hi. So, wir haben jetzt heute wieder eine neue Folge aufgenommen und sind jetzt wieder schwerwiegend dabei, unsere Bauarbeiten fortzusetzen. Jo, aber ich muss jetzt lieber ins Lagerhaus, ich hab mein Inventar ein bisschen voll. Mit leeren Kisten, ja. Rennen wir mal rüber. Die drin im Lagerhaus sind die. Ich weiß, wir gehen jetzt erstmal rüber und gucken. Oh nein, vergiss es. Da geh ich nicht lebend raus. Ne, geh mal hin. Da geh ich echt nicht lebend raus, weil das ist immer so ein bisschen. Ah. So. Jetzt aber trotzdem mit Vorsicht genießen, es kennt eventuell einen Gräber in der Nähe, sag ich. Ja, da vorne ist einer. Genau neben Lagerhaus. Das könnte ein bisschen eng werden und da hinten. Und die Skeletis. Ich hole ihn hier. Sind zwei. Drei Creeper sind das. Oh ja, ich schlug ins Wasser. Renn. Ich mach die Skeletis down. Skelette sind down. Wie viele sind es, Creeper? Drei? Drei, ja. Ne, sind sogar vier. Wow. Okay, so, sind alle down. Das war eben eine Creeper-Massenexplosion. Wow, aber überlebt. Und nicht kaputt. Jetzt stell dir mal vor, die wären an unserem Lagerhaus gewesen. Die hätten wirklich alles zerrissen. Ja, die hätten alles zerrissen. War eine gute Idee, dass sie da ist noch einer. Wo? Der kommt zu uns, glaube ich, oder? Da hinten, der steht da hinten. Ich lock mal an. Komm, Creeper, komm. Put. Lanzen gehen, komm. Im Wasser kann eigentlich nichts mehr passieren, oder? Nee. Ich geh mal kaum Schaden im Wasser. Oh, ich hab jetzt gerade mal so 7 Herzen Schaden genommen, aber dafür ist nichts kaputt gegangen. Genau. Das ist die Hauptsache. Ja, aber die Rüstung geht auch nach dem Teil kaputt, wenn die Creeper immer so Explosionsschaden machen. So, hier kommt Eisen neu. Da ist Eisen. Wir haben 20 Eisen mittlerweile. Ich habe eigentlich vorgehabt, heute mal ein neues Haus zu bauen, dass wir wenigstens mal ein bisschen was an Stein gewinnen oder so. Ja, erstmal mal einen Krempel abladen, muss ich haben. Wir brauchen aber dazu auch Eisen. Haben wir Eimer? Ja, haben wir auch. Wir nehmen mal 2 Eimer mit und brauchen dann Lava und Wasser für die Steinmassenproduktion da. Ein Skelett schießt auf mich, da hinten. Der ist gerade eben gestorben, weil er unter das Dach einfach wieder rausgelaufen ist. Er wollte dann wieder reinlaufen und ist einfach gestorben. Okay, Wasser wäre kein Problem. Was wollte man da hinbauen? Wo? Ach so, hier. Da kommt eine Brücke hin. Rüber. Ah, ja. Damit wir einfach darüber laufen können, ohne irgendwie ins Wasser zu latschen. Ah ja. Ich will jetzt erstmal hier Steinhaus machen. Dass wir jetzt erstmal sagen, hier ist. Da nein, das ist zu kurz. Wenn wir Erde noch hier hin machen. Moment, du musst mal gucken. Brauchst du genug Erde oder brauchst du? Ich will nur gucken, wie viel ich hier brauche, um. Wir machen das mal so groß. Bis da hinten hin. Die Fackel muss weg.
Die Pflanze muss leider auch weg. So, und dann haben wir schon mal unser großes nächstes Haus, wo wir bauen wollen. Und machen hier dann wirklich eine sehr, sehr große Steinproduktion hin. Dass wir zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel abbauen willst und ich abbauen möchte, dass wir nicht immer so auf einem Punkt stehen. Ja, also okay. Aber den Boden würde ich halt gerne auch ausschmücken. Ich guck mal, ob ich das brennen kann hier, das was ich hier habe. Kohle haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, gesammelt. Genau. Brennen wir einfach. Ach nee, das geht ja gar nicht so. Muss ich, glaube ich, irgendwie herstellen, kann das sein? Was? Ah ja. Was du machen willst? Nein, ich probiere es gerade mal. Das siehst du dann, wenn ich das einfach mal herstelle. Ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das hier mache. Ey, wieso stehen da zwei Werkbänke übereinander? Das verstehe ich auch nicht, warum wir eigentlich zwei da gemacht haben. Keine Ahnung warum. Ja. Und stell mal. Und zwar will ich das hier mit dem hier ausschmücken. Oh ja. Das sieht schön aus, oder? Ja. Polierter Granit. Genau, du hast es erfasst. Aha. Aber das war genug. Nein. Wir haben nie davon genug. Ich brauche was. Es ist gerade meine Spitzhacke kaputt gegangen. Genau das wollte ich gerade machen. Bruchstein. Aha, Bruchstein habe ich. Machen wir bei der Tür, machen wir da einen anderen Block rein oder machen wir denselben Granitblock da auch rein? Ja, ich tue sofort, wie die, wo die dir hieß. Jetzt setzt du außer hier kannst du innen einen Granitblock machen. Setzt du innen hier das war. Ja. Gut, dann machen wir einfach. Dann machen wir jetzt einfach mal den Block nicht weg. Und. Also, Türe haben wir noch vier Stück da, gell? Ich gucke, haben wir noch den Granitblock? Ich meine, polierter Granit. Oder zumindest Granitblöcke, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir so viel. Gut, gell? Wir haben noch. Ich mach polierter Granit raus, okay? Gut, dann machen wir das schon mal. Die Tür würde ich gern außen hin machen, aber ich will da kein polierter Granit hinsetzen. Das sieht doch so doof aus, wenn man eine Tür hinsetzt und dann. Und die Frage ist auch noch, ob wir zwei Türen hinsetzen oder nur eine Tür. Weil ich wäre für zwei Türen, die sehen einfach besser aus. Also vier Türen haben wir ja noch. Ja, wenn ich wüsste, wo jetzt. Ja, Schwarzholz-Eichentür. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal. Ah, da habe ich noch. Ne, das ist eine Hacke. Eine Fackel. Gut. Was habt ihr noch? Polierte Granit. Gib mir mal eine Spitzhacke, bitte. Meine ist kaputt. Was geht das zu machen? Dann gib mir doch deine. Läuft er weg und gibt mir nicht seine. Ist aber Arsch wie kaputt. Egal, ich brauch die nur für einen Stein. Ich brauch die nur für einen Stein. Machen wir das weg, das weg. Dann machen wir bei dem Eingang hier, machen wir schönes Holz hin, oder? Das sieht gut aus. Oder Sand, geht es auch? Das sieht auch schön aus. Ja, das sieht schön aus. Das ist so. Hast du eine Schaufel? Ich benutze die. Ich mach mal alles hier weg. Und dann kannst du hier setzen. Oder platzieren. Jetzt habe ich keine mehr. Kaputt. Du machst alles kaputt. So. Spitzhack haben wir den Block weg. Du hast mal Spitzhack.
Ach so, ja. Die Spitzhacke. Ich weiß gar nicht, was du von mir wolltest. So, den setze ich noch hin. Sonst hast du nur. Ja, ich mache einfach mal Werkzeuge. Ich habe einfach gar nichts. Wir haben. Sand sieht jetzt so schön aus. Eisen mache ich mal jetzt 5. Dann Holz. Wieso sieht das nicht schön aus? Ja gut, das sind aber, ich meine, Sand auf die Türen, das ist halt so gelegt. Ich meine, ja, Steine sehen nicht so gut aus und weil wir benutzen als immer Steine auf die Türen und das ist halt immer so doof gemacht. Wir haben noch ein paar polierte Anthrazit. Haben wir noch. Ich will aber nicht eine Hälfte auf poliert machen von Andesit und eine polierte von Granit ist auch ein bisschen doof. Das ist das so. So, ich habe jetzt mal eine Schaufel gemacht, dann kannst du wieder deine Spitzhacke haben. Danke. So, dann machen wir jetzt einfach mal die restlichen Felder noch weg von dem Haus hier. Und dann war es das wahrscheinlich auch schon wieder, weil die Zeit geht heute echt schnell rum, eigentlich. Ja, wirklich schnell. Und ich sage wieder dumm, ich gehe wieder ins Haus. Euer Fall. Ne, warte, ich muss noch die Erde abbauen. Lass mich doch nicht hier alleine. Hab Angst im Dunkeln. Ja, was ist jetzt, wenn ein Creeper kommt und mich wegsprengt? Ja. Das nämlich auch hier schon gemacht. Siehst du, dann sieht es auch schon viel besser aus. Jetzt müssen eigentlich nur die Blöcke platziert werden, aber ich glaube, da müssen wir auch wieder Granit farmen. Vierer habe ich noch. Ja, okay, also wir müssen auf jeden Fall Granit farmen. So, jetzt machen wir die Tür hier zu. Da geht auch keiner rein, aber die können eh drüber springen. Und da wollte ich eigentlich auch irgendwas noch hinbauen, dass wir zum Beispiel sagen von der Tür hier, dass die Tür hier rüber geht, auch zum Fabrikhaus hier. Dann haben wir so einen Zwischengang, wo wir einfach Ja, dann da noch mal die neue genau. irgendwann. Das kriegen wir schon gebacken. Jetzt ist eine zweite Fabriktür oder irgendwas, keine Ahnung. Mal gucken. Hacke mache ich auch mal kurz wieder, weil die Pflanzen hier sind ja auch wieder gewachsen. Also die, wo gewachsen sind. Weil wir. Oh, ich hab alles hier weg, shit. Entschuldigung, wenn ich so viel weghack. Macht nichts. Ich halte Gärtner. Dann machen wir das mal so. Da, so. Zack, zack. So, Und dann ist Johannes, es haben wir noch ein. abgeendet. Jetzt gehen wir schlafen, da es unser Video langsam dem Ende neigt. Uiuiuiui. Die Tage werden immer wärmer und wärmer, ne? MS Ja, Universe. Oh. ja, ja. Ist mal gerade mal, wir haben kurz mal in die Dusche gehen. Ja, hier haben wir eine Dusche. Aber wenn wir jetzt aufnehmen, dann wird es so schlecht, irgendwie duschen zu gehen. Gut. Jo. Und dies war's dann wieder für heute. Er hat einfach meinen Text geklaut. Ja, ich hatte auch mal sagen, nicht nur du. Okay, dann dein Wort, MS Universe. Bitte. Ja, das war's dann wieder mal für heute. Wir wünschen Ihnen einen. Ah, ne, mach du weiter, perfekt ist der Text. Ich geh nicht so hier wie du. Jetzt sind wir alle sprachlos. Okay, das war's wieder für heute mit der Folge von Survival und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo es dann heißt, dass wir da in der Fabrik einfach weiterbauen oder mal schauen, weil wir sind ja so Handwerker und wir machen ja einfach alles weg und check. Okay, das war's jetzt wirklich wieder.
Wir sehen uns in der nächsten Folge von Survival. Bis dahin, macht's gut, euer Doomsday und MS Universe. Ciao. Tschüss.